Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Wenn man den Turm so schön im Blick hat, ist man natürlich am Südausgang. Direkt unter uns der Eingang zur Klettpassage. Und nachdem ich so langsam blicke, wie hier die Wegeführung sein wird, wollte ich das euch einfach mal zeigen. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir die Arbeit mal in einem Video mit ein bisschen eingefangen haben. Jedenfalls ist es eindeutig eine Position für eine Stütze. Und hier direkt unter uns ist die nächste. Oh, ja, wenn die mir durchs Bild läuft, kann ich für die Persönlichkeitsrechte auch nichts. Also Spaß beiseite, hier kommt dann parallel zum jetzigen Steg, zur Rampe, der neue Überweg an. Und zwar von da drüben. Wir laufen da einfach ein bisschen entlang und dann zeige ich euch die anderen Fundamente noch. Diese große Betonplatte haben wir auch mal gefilmt, als es noch in der Armierung war. Hier sehen wir drei Stützen. Also da geht es offensichtlich dann abgeknickt weiter. Haben wir jetzt schön die Flucht sehen. Darüber. Hier das nächste Fundament. Und dann haben wir hier ein bisschen versteckt die andere Seite. Also nochmal Blick zurück. Hier geht es um die Ecke rum und trifft da drüben hier ran. Und hier gibt es ein extrem breites Stück, also hier rechts ist ein Fundament zu sehen und hier links. Und dann geht es schon auf diese neue Plattform, die haben wir auch schon ein paar Mal gefilmt. Hier direkt unter der abgestellten Einhausung. Und dahinter ist dann der Anschluss und ich würde mal sagen, wir kommen durch die Scheibe durch, egal wie grisslich das wird. Also da geht es dann durch. Oben schön zu sehen. Ja, und wenn man den Blick hier hat, dann ist auch klar, warum hier die Stelzen so weit auseinander sind, weil ja hier die Wege verzweigen. Da ist ja hier rechts noch Zulieferverkehr und ganz rechts muss es auch noch in die Baustelle reingehen. Ich hoffe, es wurde jetzt ein bisschen klarer. Beim letzten Video war das noch ein bisschen unübersichtlich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mit Blick auf R9, Außenschalung fehlt noch. Ciao.